Also das Besondere und Schöne an diesem Projekt hier sind viele Dinge im Prinzip. Erstmal, wir sind in Augsburg, das ist unsere Heimatstadt im kleinen Goldenen Saal, wo wir auch schon seit ein paar Jahren jetzt einen Teil des Mozartfests betreuen oder bestücken. Ja, die Bayerische Kammerphilharmonie kenne ich auch schon sehr lange. Das erste Mal habe ich mit dem Orchester gespielt 2008. Da sind wir dann nach Amerika gefahren und zwar kurz vor meinem 18. Geburtstag, weiß ich noch. Also es ist eine Weile her. Und es ist natürlich schön, zu Hause mit einem Orchester, das man kennt. Ich kenne viele Musiker auch aus anderen Ensembles und in anderem Kontext. Also es fühlt sich einfach sehr entspannt und familiär an. Und natürlich ist es auch so, dass für mich jetzt das erste Solokonzert wieder seit wirklich einer Weile und pandemiebedingt fühlt sich das einfach an wie das Schönste, was es überhaupt gibt. Gestern und heute war wirklich so besonders und ich bin so dermaßen beglückt und beschwingt und endlich wieder hoffnungsvoll. Also das ist vor allem so der emotionale Höhepunkt für mich.